Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Nach langer Zeit mal wieder. Ja. Lange nichts voneinander gehört, aber es gibt auch noch nichts groß zu berichten, jedenfalls nichts reisetechnisch. Nein. Wir haben eher ein Problem. Und wir haben uns jetzt entschieden, nochmal ein Video diesbezüglich zu machen, weil wir uns vielleicht auch nochmal ein bisschen erhoffen, vielleicht hat der eine oder andere doch auch das Problem, weil wir im Forum schon gelesen haben, dass es anderen ähnlich geht. Und wir vielleicht noch ein oder zwei Tipps von irgendeinem Zuschauer bekommen könnten. Aber erstmal müssen wir jetzt mal langsam anfangen. Was ist los bei uns und welches Problem haben wir dann hauptsächlich? Also, wir haben ja letztes Jahr den Malibu, also vom Dreivierteljahr haben wir ihn erhalten und haben bis jetzt immer noch nicht alle Probleme gelöst. Als wir den Malibu bekommen haben, hatten wir einige Probleme. Das waren zum Beispiel, oder das war Kühlschrank. Ja, das war der Kühlschrank. Ich habe mir das mal ein bisschen aufgeschrieben. Der Boiler, die Badtür, das Trittbrett hier unten hat sich durchgebogen, die Fliegenschutztür, die Batterie, ja, und die Schublade, die eine. Was bis jetzt gemacht worden ist, ist der Boiler, der funktioniert, glaube ich, jetzt. Ja. Ne? Und die Badtür, die funktioniert auch. Mhm. Die Schublade, weiß ich nicht, funktioniert nicht. Nein. Das hier unten, das Trittbrett. Ja, scheint zu gehen, aber letztes Mal hielt es 3 Wochen und dann fing es wieder an. Ja, also da können wir dann nachher nochmal dazu. Gute Hoffnung. Und der Kühlschrank ist gemacht, das war ja das Beste, was ja wirklich gut funktioniert, aber ja, das war ja auch der Kundendienst. Das von, war von Dometic, ja. Von dem Kühlschrankwerk, was ist das, was haben wir da drin? Dometic, ja. Das hat wirklich gut funktioniert. Ja. Die Fliegenschutztür. Oh je. Die ist immer noch nicht funktionstüchtig. Nee. Und das Hauptproblem, was wir haben, ist die Batterie, die ist, geht nicht. Ja, und so wie das Auto jetzt gerade eben ist, ist es nicht im fahrtüchtigen Zustand. Fahrtüchtig schon, man muss aber Abstriche oder einen gewaltigen Abstrich machen. Man müsste dieses Media Center permanent lahmlegen. Und dann hat man ein fahrbereites Auto, wo man keine Angst haben muss. Aber das Ding hat ein Schweinegeld gekostet und ist nicht nutzbar. Gut. Also zu den technischen Problemen, das kann euch Michael nachher noch ausführlich erzählen. Das sollt ihr euch in Ruhe richtig erklären. Ich will nur vorab mal so ein bisschen ein paar Dinge erzählen, was uns so in der letzten Zeit eben oder in dem letzten Jahr mit dem Auto eben passiert ist. Also warum wir ja eigentlich, oder der Ursprung war, warum wir auf den Malibu gekommen sind, dass uns der ja bei den Messen gut gefallen hat. Und dann hatten wir mal so geguckt nach Händlern, die in ungefährer Umgebung bei uns sind, die Malibus dort auf dem Hof zu stehen haben, dass wir uns das nochmal in Ruhe angucken können. Und dann sind wir in das Autohaus Schubert gefahren, nach Übigau, und da gibt's auch einen Film davon, da haben wir eine Probefahrt machen dürfen. Ja. Und da war der Schlüsselpunkt, ja, es soll der Malibu werden. Hat uns gut gefallen. Wir waren auch super zufrieden mit dem Autohaus dort. Die waren sehr, sehr freundlich gewesen und nett. Und dann wisst ihr ja, kam es ja, dass wir dann den Malibu in Aulendorf gekauft haben, weil wir dort also ein gutes Angebot bekommen haben. So ehrlich darf man ja einfach sein. Mhm. Und wir haben uns dann aber eintragen lassen dort. Wir wollten gerne dieses Auto Haus haben als unseren Vertragshändler. Ja. Das hatten wir auch schriftlich dort festgehalten. Ja. Und dann war es aber nächsten Tag so, als es zu unterschreiben ging für den Kauf, dass der Herr Schubert damals noch kein Vertragshändler für Kastenwagen war. Ja. Das heißt, er kam für uns leider nicht in Frage und uns wurde dann das Autohaus Kull zugewiesen. Mhm. So. Das hatten wir euch auch alles erzählt und dann kam ja schon der erste Schwall an E-Mails auf uns zu, wo uns sehr oft gewarnt worden ist. Also bloß nicht dahin, nehmt ein anderes und so weiter und so fort. Anderes Autohaus, eine andere Werkstatt. Ja, das geht ja nicht von der Entfernung her, war das nicht. Naja, aber da will ich ja gerade sagen. Aber der Grund, warum wir dann erstens mal doch für uns das Autohaus Kult entschieden haben, war, dass das nächste eigentlich von uns gewesen ist, obwohl es 200 Kilometer entfernt ist. Und wir wollten uns auch unseren eigenen Eindruck halt einfach machen. Wir hören prinzipiell eigentlich nicht nur auf Negativkommentare. Nee. Das kann man nicht machen. Man muss ja selber irgendwo die Erfahrung machen. Und wir hatten dort am Anfang eigentlich auch
keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also der Herr Swoboda, naja, was von Anfang an nicht so gut funktioniert hat, war die Kommunikation. Weil wie oft haben wir versucht anzurufen oder E-Mails geschrieben, was ist mit dem Auto? Das stimmt. Und das hat hinten und vorne nicht geklappt. Ja, also das muss man einfach mal sagen. Aber so, wenn man mit dem, also und zwar wenn der Herr Swoboda hatten, zuständig, dann, der war eigentlich immer, also muss man wirklich sagen, und spät abends noch und eigentlich, wirklich kann man nicht anders sagen, der war eigentlich immer freundlich gewesen. Ja. So, dann haben wir, sind wir das letzte Jahr, gleich wo der Kühlschrank bei der ersten Testtour kaputt gegangen ist, sofort dorthin gefahren. Und das hatte der dann auch alles in die Wege geleitet, dass wir dann halt einen technischen Kundendienst bekommen für den Kühlschrank und so. Und hat sich auch gekümmert. Und dann wurden die wichtigsten Sachen erstmal gemacht. Und dann haben wir das im Herbst nochmal hingebracht. Und dann stand das Auto 4 oder 5 Wochen auf dem Hof, weil wir gesagt haben, ihr habt Zeit, wir können sowieso nicht wegfahren, macht in Ruhe und schön alles in Ruhe fertig machen und gut ist. So. Und dann sind wir zurückgefahren und haben gemerkt, du hast gemerkt, dass es immer noch nicht funktioniert. Das mit der Batterie, immer noch das Problem. Dann sind wir zu viert gefahren, hier im Cottbus. Ich habe mich mit denen in Verbindung gesetzt in Pirna und habe gesagt, wie sieht das aus? Ich fahre direkt zu viert. Ob das mit denen okay ist? Ja, ja, um Gottes Willen, machen sie das bloß. Naja, Hornberger schießen zu viert. Die haben die Batterie getestet, haben gesagt, alles gut. Und das war's. Ja. Nichts ist gut. Und am Anfang dachte ich wirklich, es wäre. Naja, es hatte dann eine Weile, irgendwie komischerweise. Ich nehme an, die haben die Batterie mal richtig vollgeladen und dann hat die. Dann hat die mal eine Weile ausgehalten, genau. So, dann haben wir also gemerkt, funktioniert immer noch nicht richtig. Dann ist jetzt Michael letztens arbeiten gewesen, also ist nach Hessen gefahren mit dem Auto und war 14 Tage unterwegs und ist bald zusammengebrochen. Naja, zusammengebracht, aber wie gesagt, das da warst du ganz schön enttäuscht. Ja, ich war. Das so zusammengebrochen ist ja mehr so Sinnbild. Und daraufhin sind wir jetzt wieder zum Autohauskult und haben es wieder hingebracht und haben gesagt, jetzt muss etwas passieren. So, ich habe aber. Dann waren wir letzte Woche da. Entschuldigung, ich muss mir gerade mal das Näschen. So. Dann waren wir letzte Woche beim Autohaus Kult da und dann sind wir derart unfreundlich behandelt worden. Da komme ich gleich nochmal später dazu. Das war für mich war das ein Schock gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich. Und sind dann wieder nach Hause gefahren. Am nächsten Tag riefen die vormittags schon an. Das waren keine 24 Stunden, wo das Auto auf dem Hof stand. Das Auto wäre in Ordnung. Wäre alles gemacht. Wäre alles gemacht. Und es, was überhaupt, die könnten gar nicht verstehen, was wir für ein Problem hätten. Ja, dann hatte ich gefragt. Ich sage, was ist jetzt mit der Batterie? Was haben sie da gefunden? Ja, wir haben das ausprobiert. Es geht alles. Wie ich überhaupt darauf käme, dass da ein Problem wäre. Und da ist mir endgültig die Hutschnur geplatzt. Da war dann gut. So, dann haben wir hier gesessen und haben gesagt, das kann ja mal alles nicht wahr sein. Das ist alles ein falscher Film. Dann habe ich angerufen, dieses Autohaus Schubert, wo wir damals waren und uns das Auto angeguckt haben, den wir auch ursprünglich haben wollten in Übelgau, den Vertragshändler, und habe dann den angerufen und habe gesagt, sagen Sie mal so und so ist die Situation und wir durften sie damals nicht wir konnten sie nicht haben und wir haben aber ein Auto gekauft und wie das und so ist. Ich habe denen das dann erklärt und der wusste auch gleich, wer wir sind. Und dann sagt er zu mir, ja, aber jetzt ist das kein Problem, jetzt ist er Vertragspartner. Zu Kastenwagen mit Malibu. Und dann habe ich gesagt, oh. Und dann habe ich denen das erzählt, unsere Geschichte, und habe gefragt, ob wir zu ihnen kommen dürfen. Weil das ist ja auch nicht so einfach, dass das ein anderer dann irgendwie einfach mal so übernimmt. Ne, weil die waren ja uns zugewiesen von Karthago. Genau. Und na auch mit so einem Problem übernehmen ist auch nicht so einfach, ne, für jemanden. Und er hat dann uns gesagt, nein, also wir sollen das abklären, ne, und wir können ihn anrufen und wenn wir wollen, können wir dann kommen. Dann haben wir Aulendorf angerufen, haben dort mit dem Herrn Neubauer gesprochen. Der Herr Neubauer, der hat wahrscheinlich so viel zu tun, der hat das vergessen, dass bei uns Probleme waren und hat gesagt, wieso wir immer noch Probleme hätten. Und natürlich dürfen wir zu dem Vertragspartner fahren, wir sollen dahin fahren und sollen das dort nochmal abgeben und durchschauen lassen. So, ja. Dass wir erstmal auch auf der sicheren Seite sind, dass wir das auch dürfen. Aber es war ja klar, dass da nichts gemacht wird. Nee, es war gar nichts gemacht. Wir sind mittlerweile über 2600 Kilometer gefahren, nur für Reparaturen, die noch nicht mal vollständig bis jetzt erledigt worden sind. Das muss man sich mal vorstellen. Plus die freien Tage, die man nehmen muss, Freizeit. Ich habe dreimal jetzt meine Mutter mitnehmen müssen, weil ich keinen hatte, der auf sie aufpassen konnte.
Das ist alles mit einer Organisation verbunden und mit sehr viel Zeit und Ärger verbunden. So, und dann kam noch eine Situation dazu letzte Woche, wo wir dort in Pirna waren, also wo ich, also wirklich, ich war an dem Tag außer mir und ich war auch ehrlich gesagt total geschockt, was da abgelaufen ist. Wir sind hingekommen und ich bin dann irgendwann zu dem Gespräch im Auto dazugekommen, mache die Autotür auf und sehe, dass der Mann, dieser Mitarbeiter, ohne Maske im Auto steht und noch nicht mal einen Meter Abstand zu Michael hat. Sagt natürlich zu Michael als erstes mal, wieso stehst du hier mit jemandem, der keine Maske auf hat? Michael hatte eine auf, ne? Michael hat es nicht so eng gesehen, weil er schon einmal geimpft war und Maske, FFP2-Maske auf, aber ich bin mit aus allen Wolken gefallen. Und dann habe ich den Mann gefragt, wieso er keine Maske trägt. Und dann hat er mir geantwortet, erstmal hat er gar nicht geantwortet und dann hat er gesagt, wenn es mir nicht passt, dann soll ich gehen, er hätte sowieso keine Zeit. Also im Moment, wir haben ja einen Termin, also heute. Und dann hat er gesagt, also der trägt keine Maske und die würden keine Maske tragen, die sind frisch getestet. Dann habe ich gesagt, woher soll ich denn wissen, dass sie getestet worden sind, oder dass sie getestet sind? Also, und trotz Test muss man eine Maske tragen. Ne? Meine Mutter saß unmittelbar daneben im anderen Auto. Ne? Also egal, es ist einfach so. So, und dann hat er gesagt, nee, muss man nicht. Also bei denen ist das nicht so. Und wenn es mir nicht passen würde, dann soll ich eben gehen. Also fertig aus, Bums. Naja, dann bin ich ins Auto zurück. Ich musste mich dann auch erstmal irgendwie ein bisschen beruhigen. Und habe das Gesundheitsamt angerufen und es stimmte natürlich nicht. Natürlich muss eine Maske getragen werden und bei dem Innenraum im Auto sowieso, ja. Habe dann gewartet, Michael war im Gespräch und ich bin dann dazugekommen, habe schon gesehen, dass Michael auch ziemlich ernst war, sagen wir mal so. Habe dann den das Gespräch zu Ende führen lassen im Autohaus, am Schreibtisch auch wieder keine Maske angehabt. Keiner dort von den Mitarbeitern hatte eine Maske getragen. Und und dann gab es dann halt eben ein Tovabo mit, also Auseinandersetzung wörtlich, weil ich ihm dann auch mitgeteilt habe, dass das so nicht richtig ist, dass ich beim Gesundheitsamt angerufen habe und dann ist das Ganze also sehr unschön geworden und ich bin also sozusagen des Hauses verwiesen worden, weil wenn es mir nicht passt, keine Maske zu tragen, also wenn es, dann soll ich rausgehen, hat er gesagt. Fertig, aus. Und so war die Geschichte und es war sowas Unfreundliches habe ich noch nie erlebt wieder, wirklich. Nee, man sollte denken, dass jemand, wenn ein Kunde das dritte Mal mit dem gleichen Problem kommt, mal ein bisschen freundlicher mit seiner Kundschaft umgeht. Weil das war, und vor allen Dingen wusste ich da ja noch nicht, was ich am nächsten Tag für ein Telefongespräch mit denen habe. Und wenn ich das da schon gewusst hätte, dann... Er ist dann noch ruhig geblieben, aber ich war wirklich zornig gewesen, weil der so unfertig und weg. Ja, aber ich war zornig gewesen und also weil der ist so unfreundlich gewesen und im Prinzip bin ich also praktisch des Hauses verwiesen worden, weil ich eben nicht akzeptiert habe, dass dort keine Masken getragen werden. Ja, man hat sich aufs Hausrecht berufen. Ja. Das natürlich in dem Auto hier nicht gilt. Das ist mein Haus. Ich hätte da, aber wie gesagt, ich war da so in dem Ding mit der Batterie drin. Ich habe da drauf gar nicht geachtet. Ach, es war wirklich, 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 also sowas habe ich wirklich in dem ganzen Jahr noch nicht einmal erlebt, dass jemand so unfreundlich gewesen ist. Also naja, wir hatten ja bis dahin auch keine Alternative, das muss man dazu sagen. Dann schluckst du auch manche Kröte, weil du einfach nur hoffst, dass das Auto endlich gemacht wird. Hätten wir da schon gewusst, dass wir zu dem Herrn Schubert hätten fahren können. Da wären wir schon längst da gewesen. So, das Ende vom Lied ist, also Michael hat sich dann am nächsten Tag, als wir das Auto abgeholt haben, das kann er euch nachher nochmal alles dann ein bisschen erzählen, selber erzählen, also ein Protokoll geben lassen. Wir haben auch kein einziges Protokoll, haben wir von den anderen Sachen ein Protokoll? Nee. Haben wir auch nicht drauf geachtet, unser Fehler. Wir hätten uns immer ein Protokoll geben lassen müssen von jedem, von jeder Reparatur. Haben wir nicht gemacht, wir haben nichts Schriftliches in der Hand. So, aber diesmal hat er sich ein Protokoll geben lassen und ja, und jetzt ist es so, dass wir morgen wieder 90 Kilometer fahren. Das sind anderthalb Stunden, weil es nur Bundesstraße ist. Der Herr in Schubert in Übigau ist halt zwar näher, aber er ist halt von der Zeit das Gleiche ungefähr. Ja. Und morgen bringen wir das Auto jetzt zu dem Herrn Schubert nach Übigau. Und dann haben wir gesagt, werden wir sehen, wenn der den Fehler findet oder wenn der das ganz macht, dann müssen wir gucken, wie wir weiter vorgehen. Ne? Ja, in Bezug auf Pirna, auf die vergeudete Zeit und auf die Kilometer, die wir gefahren sind und dann nichts gemacht wurde. Ja. Und falls er den Fehler nicht findet, wobei ich jetzt langsam sogar davon überzeugt bin,
Ich glaube, es ist ein Konstruktionsfehler an diesem, was die hier. Gut, jetzt kommen wir zum Technischen. Und ich habe jetzt mal euch so erzählt, was mich also sehr gestört hat und was ich sehr unschön fand. Und jetzt ist Michael mit dem Technischen dran. Ja, also das mit der Batterie habe ich ja hinlänglich erklärt. Das heißt, solange dieses Mediateil hier vorne, das Bedienpanel installiert ist, das Radio ist aus, ist nicht an, aber das Bedienpanel ist installiert, schafft es das Auto nicht, die Starterbatterie adäquat zu laden. Weder beim Fahren noch über Landstrom. Als ich zur Arbeit gefahren bin, hing dieses Auto 6 Wochen am Landstrom und ich hatte vergessen, das Teil rauszumachen. Jetzt soll man denken, dann ist ja egal. Nee, die Batterie, die Starterbatterie, tiefrot und das Auto mit Ach und Krach noch angesprochen. Gut, ich hätte es auch gestartet, aber egal. Das heißt, in den 6 Wochen hat das Ding hier mehr Strom gezogen, als diese Lademanagement-Einrichtung hier in der Lage ist, die Starterbatterie zu laden. Dann bin ich gefahren bis Frankfurt am Main. Das waren dann so 6 Stunden. Und Batterie laut dem Panel da so halb im Gelben. Und ich kann jetzt nicht auf das Kommavolt genau sagen, wie viele Volt da jetzt in der Batterie waren. Und da braucht mir auch keiner kommen, die Anzeige spinnt nicht. All dieweil, hier ist ja ein Start-Stopp-System eingebaut. Und sobald die Batteriespannung unter einem bestimmten Wert sinkt, funktioniert die nicht mehr. Die Hälfte der Zeit funktioniert bei diesem Auto dieses Start-Stopp nicht, worum ich nicht böse bin, brauche ich nicht, aber es gibt andere Leute, die legen Wert drauf, geht einfach nicht, weil die Batterien nicht vollgeladen werden. So, und dieses Problem wurde hinlänglich geschildert, wir sind da hingefahren, ich habe ihm das genau erklärt, was hier das Problem ist. Das Problem ist nicht die Batterie ist einwandfrei. Habe ihm das Problem genau geschildert, habe ihm auch die anderen Sachen gezeigt, die zu machen sind. Und wie gesagt, am nächsten Tag rufen die mich an und sagen, naja, ist alles in Ordnung, können hier nichts finden. Und wie ich drauf komme, dass hier irgendwas nicht stimmt. Es war ja Vormittag, wir sollen Nachmittag das Auto dort abgeben, nächsten Vormittag. Da kann gar nicht viel passiert sein. Ich bin bald geplatzt. Das war dann zu viel. Ich meine, zu sagen, hier, wie kommen Sie überhaupt darauf, dass da irgendwas... Und ich erkläre das dem Mann noch. Ich erkläre ihm das. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, warum das nicht gemacht wurde. Möglichkeit 1, sie haben null Interesse daran, das zu machen. Das ist mein Gefühl. Möglichkeit 2 wäre, sie können es einfach nicht. Ist auch möglich. Möglichkeit 3 ist, du sprichst mit jemand Deutsch und er kann dich zwar akustisch verstehen, aber er versteht den Sinn nicht von dem, was du ihm sagst. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die wir nicht ausschließen wollen. Letztendlich ist es immer noch so, und ich habe mich da auch in einem Forum jetzt mal umgehört, da hat jemand genau das gleiche Phänomen beschrieben. Und ich glaube, dass es ein Konstruktionsfehler ist, weil der Anschluss selbst, das läuft ja alles über Fiat, nur die Verteilung dann und das Lademanagement, das ist wieder Karthago und das passt scheinbar nicht zusammen. Und dieses Teil ist in der Lage, im ausgeschalteten Zustand so viel Saft von der Batterie zu ziehen, dass das Auto nicht in der Lage ist, das auszugleichen. Das ist unglaublich, aber es ist so. Jetzt hast du natürlich die Möglichkeit, du machst das Ding da ab, dann hast du eine super geladene Starterbatterie. Nur du hast kein weder Radio noch ein Navi noch eine Rückfahrt, du hast nichts. Also du hast hunderte von Euro für das Ding ausgegeben, für nichts. Oder du lässt es halt angeschlossen, musst halt mitrechnen. Dass dein Auto nicht mehr anspringt. Das ist. Aber jetzt kann man das ja morgen dem Herrn Schubert mal auch so sagen. Und dann könnte man ja, das hatte dann auch uns jemand schon gesagt, man könnte jetzt einfach mal hergehen und mal ein anderes Mediacenter ranhängen. Und dann sieht man das ja. Wie gesagt, das Ganze ist keine Raketentechnik. Du kannst hergehen, du klemmst die Batterie den Minuspol ab und dann kannst du messen, wie viel Ruhestrom an dem Auto fließt. Und wenn ich das messe und mache dann das Panel hier ab und da bin ich überzeugt davon, dann geht das signifikant runter. Dieser Ruhestrom. Das ist hundertprozentig so. Aber wie gesagt, noch ist Garantie auf das Auto und ich will, dass das von der Firma gemacht wird, die mir das Ding für ein teures Geld verkauft hat und ich nicht hier anfangen muss rumdoktern und muss rausfinden, was an dem Auto nicht stimmt. Das Ding ist neu. Also bitte. Und naja, jetzt waren noch ein paar Kleinigkeiten hier. Was heißt Kleinigkeiten? Das Neverending Story ist hier die Fliegengittertür auch, die von Anfang an sich verzogen hat. Dann wurde sie letztes Jahr getauscht. Problem ist, jetzt passt sie wieder nicht in den Rahmen rein. Es bleibt ein Spalt, von der Mitte bis oben bleibt ein Spalt.
ist jetzt nicht so viel, aber genug, dass du genug Mücken hier reinkriegst, wenn du Licht an hast, dann ist das Ding nutzlos. So, das erklärt, Schublade hier unten, wenn du fährst, irgendwann geht's nicht, wenn du gefahren bist, geht sie nicht mehr auf. Solange du stehst und sie irgendwie aufgerüttelt hast, geht's, aber sobald ein paar Kilometer gefahren bist, verjahren. Denen das so erklärt. Wie gesagt, jetzt am nächsten Tag war ich eh geladen, alleine, oder wir sind ja nicht, glaube ich, einen Tag gefahren, ein paar Tage später erst das Auto holen. War auch gut so. Und jetzt war ich da eh schon sauer und bin da nur noch rein und hab gesagt, ich will ein Protokoll, weil das eventuell auch zum Anwalt gilt, ich will hier ein Protokoll. Für mich ist das Thema Kult erledigt nach Rücksprache mit Karthago und dann sage ich, bei der Batterie wurde ja nichts, ja, sie können nichts finden, sag, ist gut, sage ich, keine weiteren Diskussionen. Ich will hier nicht, ich will hier nur noch weg und beim Wegfahren denke ich, jetzt probierst du mal die Fliegengittertür aus. Einmal auf, einmal zu, boom, selber Problem, genau das gleiche wieder. Da zieht sich wieder. Habe ich ihn mal kurz, sag, kommen Sie kurz mal her, gucken Sie sich an. Ja, steht er da, drückt ein bisschen rum, sagt er, naja, hat sich wieder verzogen. Habe ich, okay, alles klar, das ist sinnlos hier. Naja, und so ist es, das Ding geht nicht, das geht nicht, Batterie geht nicht. Punkt, fertig, aber aus. Von 4 Punkten, wegen denen wir da hingefahren sind, sind 3 nicht gemacht. Das Einzige ist bis jetzt, wie gesagt, der Boden scheint zu halten, aber das war letztes Mal auch. 3 Wochen hielt er, dann war er wieder durch. Mal da haben sie, mal. Michael hat vermutet, die hätten was drunter gelegt. Holzklotz. Holzklotz oder irgendwas, der sich das, dann wieder verschoben. Der ist dann irgendwann weggeflogen. Also da sollte der vielleicht auch nochmal einen Blick drauf werfen, der Herr Schubert. Ja. Und wie gesagt, das, dieses Problem scheint ein Konstruktionsfehler bei diesem Auto zu sein, weil das haben... Dieses Problem haben andere auch. Und ich weiß nicht, wie die das lösen wollen. Ich, keine Ahnung. Ich meine, jetzt kann man sagen, okay, die sollen das umklemmen auf die Aufbaubatterie. Das Ende vom Lied ist natürlich dann, dass die Aufbaubatterie auch leer sein wird, was nicht so schlimm ist, weil du kannst wenigstens das Auto starten. Aber ist auch kein Aber Zustand. Eine wirkliche Lösung ist es nicht. Und eins muss man auch sagen, die Aufbaubatterie lädt super. Sowohl am Landstrom als auch beim Fahren. Die ist jedes Mal voll, randvoll. Die Standardbatterie lädt einfach nicht. Nicht genug. Und das Ding, wenn du es auch noch anhast, kommst du mit einer leeren Batterie an, als du losgefahren bist. Und da gehört schon was dazu. Das, und ich habe den Test nochmal gemacht auf dem Hahn, am Flughafen Hahn, bin nach Frankfurt gefahren, ist eine gute Stunde Fahrt. Bin losgefahren und habe das Radio angehabt, komme in Frankfurt am Flughafen an, Batterie auf dem gleichen Level wie in Hahn losgefahren, halb leer. Bin abends zurückgefahren zum Hahn, habe das Ding abgemacht, musste dann mit Licht fahren, weil es war dunkel. Gleiche Strecke, komme auf dem Hahn an, Batterie ist im Grünen, die Starterbatterie. Hat also richtig geladen. Ohne dieses Teil geht's einwandfrei. Das muss was damit zu tun haben. Es gibt keine andere Erklärung. Und das hatten wir ja denen auch schon so erklärt, auch dort paar Mal. Im Autohaus Kult. Das hatten wir denen alle ja. Schon gesagt. Ich meine, dann machst du den, nimmst du schon einen Teil von der Arbeit weg, dass du sagst, hier, pass ja. Mal auf, Meister, das könnte die Richtung sein, in die es geht. Nee, nichts zu machen. Naja, gut. Ich meine, wenn alles nichts, wenn es wirklich nichts machbar ist, muss so nett auch der Herr Neubauer ist und auch der Herr Schubert, aber dann muss hier was passieren mit dem Auto. Das ist. Ja, also es ist sehr ärgerlich. Ne? Ja, das ist der Knackpunkt. Trübt dann halt auch so die Freude am Auto ja. Und an allem. Die anderen Sachen kann man mit Sicherheit machen, mit ein bisschen. Ja. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, nehme ich an, kann man die Tür wirklich richtig einstellen, auch die Schublade, kann man vielleicht sogar selbst die Tür nicht, aber das Ding vielleicht selbst. Aber wie gesagt, solange das hier Garantie drauf ist, mache ich hier keinen Anschlag. Nur dann, wenn es nicht anders geht. Aber sonst... So, jetzt sollen wir mal gucken, jetzt fahren wir morgen, wenn alles gut geht, fahren wir morgen zu dem Autohaus Schubert. Ja. Und dann werden wir euch danach berichten, wenn ja. Wir Neuigkeiten haben. Ja. Was mit dem Auto ich jetzt das passiert. Auch mit es kann sein, dass er da gar nichts machen kann, weil das einfach von der Konstruktion so ist. Dann könnte man drüber nachdenken, das Ding umklemmen zu lassen auf die Aufbaubatterie. Meiner Ansicht nach wäre das noch der gangbarste Weg, weil so kann es nicht bleiben. Oder es muss irgendwas passieren mit diesem Elektroblock oder was weiß ich, dass das Ding bevorzugt die Starterbatterie lädt und zwar richtig lädt. Und das weiß ich nicht, wie das gehen soll. Keine Ahnung. Ich da null Ahnung. Bahnhof. Ja, wir werden sehen. Also wir berichten euch. Wir ja. Fahren die Woche hin und werden euch berichten. Und wenn jemand so ein Auto fährt, zufälligerweise, wäre nett, wenn er uns da mal ein Feedback gibt. Haben ja schon viele.
Das scheint aber nur bei den neueren Autos. Also du meinst jetzt, wenn jemand auch das Problem hat, ja. Ja. Weil bei den älteren Malibus scheint es nicht zu sein. Das nehmen wir an, das ist dann ein anderes System da vorne drin oder was. Aber weil der andere im Forum beschreibt genau das gleiche Problem im genau gleichen Auto. Also das ist ein Konstruktionsfehler von. Irgendwas wird da nicht stimmen. Also wir werden euch auf den Laufenden halten, was so weiter passiert. Ja, liebe Videofreunde, wenn wir jetzt irgendwo in einer anderen Perspektive mit ein bisschen anderem Licht zu sehen sind, dann liegt es daran, dass das Filmchen einfach vorhin unterbrochen hat. So, und wir möchten uns ja noch von euch adäquat verabschieden. Genau. Vernünftig. Ja, also wir hoffen, ihr habt auch noch ein bisschen Reisepläne und noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass wir dieses Jahr doch ein bisschen fahren dürfen. Ja, schauen wir mal. Wir haben Ende Mai geplant zu fahren, aber da steht auch alles noch irgendwie so ein bisschen in den Sternen. Also erstens mal sowieso wegen der derzeitigen Situation, aber auch, ja, ich habe eine Agentur ja letztes Jahr gehabt für meine Mutter, die in der Zeit hier eine Pflegekraft zur Verfügung gestellt hat. Und die war auch sehr gut, aber die ist leider nicht mehr, steht leider nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, ich warte noch auf eine neue Vorstellung von einer Kraft, die dann in der Zeit mich vertritt, sozusagen, hier. Und da habe ich bis jetzt auch noch nichts gehört. Ich hoffe, dass das klappt. Und von daher bleibt es noch spannend bei uns bis zum Schluss, bis zum Ende. Ja. Und dann müssen wir ja auch mal gucken, was mit dem Auto jetzt alles so wird, was da noch kommt. Aber eigentlich ist es geplant, dass wir Ende Mai, ne, wollten wir in Urlaub fahren. So steht es jetzt auf dem Plan. Ja, und dann lassen wir euch natürlich vorher noch wissen, ob es dabei bleibt oder nicht. Und natürlich werdet ihr auch erfahren, was jetzt rauskommt die Woche beim Herrn Schubert, ob wir da ein Stück weiterkommen oder nicht. Und dann sehen wir uns spätestens dann wieder. Vielleicht weiß ich dann auch schon mehr, ob das was mit dem Urlaub wird oder nicht. Mal sehen. Ja, also wir wünschen euch weiterhin Geduld und vor allen Dingen auch viel Gesundheit. Bleibt alle schön gesund und wir hoffen, ihr seid alle verschont geblieben und habt nicht allzu viel schlimme Erfahrungen sammeln müssen. Dass wir uns bald mal vielleicht wieder treffen, ne? Auf ein schönes Bierchen oder irgendwas. Jo. Mal gemeinsam zusammensitzen können, auch mit dem einen oder anderen und es uns mal wieder ein bisschen gut gehen lassen können. Ja, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Wir sind ja übrigens schon geimpft durch meine Mama, da wir ja also in einem Haushalt wohnen und ich Pflegeperson bin für die Mutti, sind wir geimpft worden. Also Michael hat es gut vertragen. Also meine zweite Impfung habe ich noch nicht. Michael hat sie schon. Und ich habe meine zweite Impfung noch nicht, weil ich erkältet war und da wurde ich nicht geimpft. Und das mache ich jetzt, hole ich jetzt die Woche nach und Michael war letzte Woche dran und Mutti auch und meine Mutter hat es aber ganz schön hingestreckt. Also die war den nächsten Tag Schicht im Schacht, ging nichts, gar nichts ging am nächsten Tag. Aber es war nur ein Tag und dann am übernächsten Tag ging es ihr schon wieder besser. Also, in diesem Sinne, wir hoffen auf vieles. Ja, das stimmt. Also, ihr Lieben, macht's gut. Leider haben wir nichts anderes zu berichten zur Zeit. Nee. Hoffentlich wird das irgendwie besser. Ne? Ja. Tschüss. Ciao.